Andreas, du giltst als einer der wichtigsten Einzelhändler im Bereich Mode und Design hier in Berlin. Du hast als einer der ersten das Potenzial in Mitte erkannt und dann auch das der Potsdamer Straße. Was war dein erster Gedanke, als du hier in Kontakt mit Bikini Berlin gekommen bist? Am Anfang war es so, ich bin ja von Mitte nach zur Potsdamer Straße gezogen. Ich nutze jetzt, glaube ich, 1500 Quadratmeter da und habe mir eigentlich geschworen, keinen Laden danach mehr zu machen. Dann bin ich zum ersten Mal ins Bikini gekommen und habe mir das Konzept erklären lassen und habe dann eigentlich auch gemerkt, das ist halt irgendwie eine Chance, das ist ein Unikat, das gibt es eigentlich nicht, deswegen ist auch immer schwer zu fassen, was ist es. Also ich meine, jetzt wurde der Name kreiert Concept Mall, was ich schon gut finde, aber eigentlich trifft es das auch nicht, es ist eigentlich gar keine Mall, weil es ist eigentlich eine, ich sage eher, es ist eine Stadt in der Stadt, wo es eigentlich alles gibt. Also man kann ins Kino gehen, man kann tanzen gehen, man kann in eine Bar gehen, man kann einkaufen, man kann schlafen, man kann arbeiten. Es gibt eigentlich alles in diesem Haus. Das war eigentlich auch die Idee, dass man eigentlich alle Bedürfnisse eigentlich erfüllen kann und eigentlich diesen Komplex gar nicht verlassen muss. Und dann fand ich natürlich die Idee von der Bayerischen Hausbau sehr ambitioniert, eben auf diese üblichen Verdächtigen zu verzichten und einfach einen Ort zu gestalten, wo man eben nicht so, sagen wir mal, Billiglabels, aber auch nicht Luxus sozusagen beherbergt, weil das ist eigentlich das Einfachste, weil die haben eigentlich immer das Geld, diese Flächen zu mieten. Schwieriger ist natürlich so mit Firmen zu arbeiten, die, sag ich mal, Inhaber geführt sind oder klein sind oder vielleicht normalerweise keine eigenen Geschäfte eröffnen. Und das war auch die Leistung, diese Leute in dieses Haus zu bekommen. Und es war auch eine Leistung, sie wirklich zu überzeugen, diesen Schritt zu gehen, weil es bedeutet ja auch für manche Leute auch vielleicht auch ein Ruin. Also eine falsche Entscheidung für einen kleinen Laden kann natürlich auch in die Insolvenz gehen. Ne? Und deswegen bin ich auch natürlich stolz darauf, dass so viele Firmen wie auch Aspesi oder Grifoni ihren ersten Laden außerhalb Italiens gemacht haben. Und zum Beispiel auch ein Herr Aspesi, der irgendwie fast 70 ist und eigentlich gar nicht reist, der war dann hier auf der Baustelle, hat das Gebäude gesehen, hat dann sofort, wie so ein kleiner Zwerg, ist dann so in die Luft gehüpft und hat gesagt, das mache ich. Das hat echt 5 Minuten gedauert. Dann ist er abgeflogen und hat gesagt, das machen wir schon irgendwie. Und ich würde das nochmal an den Produktgruppen vielleicht auch ein bisschen erläutern. Also zum Beispiel, wenn es in dem Haus Bettwäsche gibt. Also es gibt die Firma Ege, das ist eine Firma aus Ulm, die macht eben Bettwäsche, das ist eher so Batist oder eben sehr, sagen wir, konventioneller, aber alles Handarbeit. Und dann gibt es parallel eine Firma, die heißt Society, die kommt von Limonta, das ist eine der besten Stofffirmen aus Como. Das heißt, die gibt es da, aber es gibt dann zum Beispiel kein Zara Home. Oder bei der Unterwäsche gibt es im Erdgeschoss She's a Revival, also die hochwertige Linie. Dann gibt es vielleicht im ersten OG gibt es Sunspell aus London. Und dann gibt es zum Beispiel im zweiten OG bei mir Zimmerli aus der Schweiz. Aber es gibt zum Beispiel kein Intimissimi. Oder es gibt eben bei Robert eben die tollsten Bücher. Aber ich zum Beispiel verkaufe dann Steidl-Bücher. Aber wir haben kein Hugendubel oder kein Thalia hier im Haus. Also es sind so die... Oder es gibt eben beim Glas, es gibt eben Theresienthal aus der Manufaktur Glas oder es gibt eben von Lobmeier aus Wien. Das sind alles Firmen, die gibt es schon seit Jahrhunderten. Und sowas ist eigentlich präsent, aber es wird kein so billig Glas geben. Also das ist eigentlich wirklich auch eine Leistung, diese Marken zu überzeugen, in so einen Komplex zu gehen. Und dann kommt noch dazu, dass ich eigentlich dann relativ früh gesagt habe, ich mache einen Laden, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und dann habe ich mich relativ kurzfristig entschieden, jetzt noch einen Laden zu machen. Das heißt, ich mache 2 große Läden, also einmal im zweiten OG mit 250 Quadratmeter. Der wird schon so ähnlich sein wie in der Potsdamer Straße. So sehr, sehr hochwertig und auch von der Architektur mit meinen Architekten sehr homogen. Und dann wird es im ersten OG einen Laden geben, der über 500 Quadratmeter groß ist. Den mache ich mehr oder weniger mit meinem Bruder zusammen, der einfach auch letztens im Haus war und gesagt hat, das ist so ein tolles Gebäude, da möchte er auch irgendwie mitmachen. Und das heißt, es wird halt ein Laden sein, wo wir irgendwie fast 100 Marken präsentieren, die es zum Teil noch gar nicht in Deutschland gibt. Aber der wird auch so von der Architektur, von allem relativ wild sein. Also er wird das komplette Gegenteil zu meinem Laden im zweiten OG sein.
Liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt Dr. Jürgen Büllesbach von der Bayerischen Hausbau. Herr Dr. Büllesbach, Sie haben gesagt, im Frühjahr soll hier eröffnet werden. Frühjahr ist nun ein weiter Begriff. Können Sie das vielleicht ein bisschen enger fassen, wann es nun losgehen soll? Ja, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen können, wir werden auf jeden Fall vor Ostern eröffnen. Wir sind absolut im Zeitplan, wir hatten es uns immer vorgenommen und der genaue Termin ist jetzt noch abzustimmen mit den Terminkalendern der Personen, die wir dazu natürlich gerne einladen wollen. Das ist in Berlin natürlich was Besonderes, im Zeitplan zu sein. Das haben wir ja nicht bei so vielen Baustellen hier. Was kam Ihnen da zugute? Ich glaube, es war gerade im letzten Jahr schon ein gewaltiger Kraftakt aller Beteiligten, die im Projekt sehr, sehr gut mitgewirkt haben. Es haben sehr viele an einem Strang gezogen und man muss hier ausdrücklich auch die Behörden nochmal erwähnen, die uns an vielen Stellen durchaus positiv gesinnt waren und geholfen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn Sie ein Projekt mal am Laufen haben, wenn es gut konzipiert und gut aufgesetzt ist, dann können Sie sowas auch im Zeitplan abwickeln. Wir haben zugegebenerweise ja auch ganz zu Beginn mal den Zeitplan verschieben müssen, als wir eben 14 Monate auf die Baugenehmigung gewartet hatten. Das hatten wir so nicht im Fokus, aber danach lief es dann noch trotz des letztjährigen langen Winters sehr stabil durch. Nun hat die Bayerische Hausbau ja auch schon sehr lange dieses Projekt. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie es bereits 2002 erworben. Jetzt haben wir schon 2014. Was ist denn in den 12 Jahren passiert? Also wieso hat es so lange gedauert, bis Sie überhaupt losgelegt haben? Also das eine ist ja, dass wir als Immobilienunternehmen nicht zwangsläufig Objekte kaufen, die wir nur entwickeln, sondern wir nehmen Immobilien erstmal in den Bestand. Und so war das 2002 ja auch. Es gab ja das alte Kino noch, es gab das Bikinihaus, sicher in einer Bespielung, wie sie langfristig nicht zu halten war, das war uns auch klar. Und wir haben uns eben sehr viel Zeit gelassen, das richtige Konzept zu finden und vielleicht noch viel mehr den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann es sich rentiert, dort eine Projektentwicklung aufzusetzen und was Neues draus zu machen. Und ich glaube, gerade das Thema des richtigen Zeitpunktes, das ist uns absolut gelungen zu treffen, denn wenn Sie jetzt die Entwicklung in der City West sehen, dann ist es eben ein Teil dessen, was hier gerade stattfindet. Was war für Sie denn so der Anstoß? Also vielleicht auch das Hotel, das Waldorf Astoria, was dann hier geplant war? Ja, sicher, das Waldorf Astoria hat schon so einen Kick gegeben, ganz klar. Zum anderen aber auch die Notwendigkeit am Gebäude selber, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, jetzt sind wir soweit in der alten Nutzung, jetzt kann man das sicher noch ein bisschen mit Lipstick und Rouge weiterbringen, aber irgendwann ist man auch soweit, dass man sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss man was tun. War dann bei Ihnen auch relativ schnell das Bild da, wie Sie quasi dieses Quartier mit Leben füllen wollen, dass es eben etwas Besonderes sein soll und nicht wie die Malls, die wir auch in schon vielen anderen Orten Berlins haben? Ehrlicherweise nicht gleich. Also wir hatten anfangs durchaus Ideen, die üblichen Einkaufsmalls entsprachen. Es war dann Stefan Schörkuber, also der damalige Eigentümer der Unternehmung und der sehr, sehr mutig vorangegangen ist und gesagt hat, er möchte dort was anderes haben. Und er hat uns alle damit auf den Weg gegeben, leider konnte er es jetzt nicht mehr miterleben, er ist ja zwischenzeitlich verstorben, aber er hat uns mit auf den Weg gegeben, dass wir dort ein Konzept verwirklichen müssen, das anders ist, dass es eben nicht die x50. Mall Berlins sein darf. Wie war dann die Resonanz, also als Sie auf den Markt gegangen sind mit dem doch sehr außergewöhnlichen Konzept und zwar international ja auf den Markt gegangen sind? Die Resonanz war geteilt und zwar nicht geteilt im Sinne von toll und schlecht, sondern geteilt dahingehend, dass viele gesagt haben, ja, das ist es, aber viele auch gesagt haben, aber wie wird's denn? Also viele haben sich nicht so richtig vorstellen können, wie wird das tatsächlich umgesetzt. Die Idee an sich kam, glaube ich, sofort bei allen sehr gut an. Und wir haben in der Vermietung festgestellt, dass das Jahr 2013 deswegen für uns so erfolgreich war, weil wir dort dann auch so langsam das Produkt zeigen konnten. Also wir sind eben jetzt in der Lage, mit potenziellen Mietinteressenten reinzugehen, ihnen unsere Mall zu zeigen, auf die Dachterrasse zu gehen, den Bikini Garden zu zeigen. Die Boxes stehen schon da, man kann sie angucken. Also das sind alles die Dinge, ich glaube, das Thema Vorstellungsvermögen zusammenzubringen mit dem, was wir als Idee, als Konzeptidee hatten, das war lange Zeit so am Anfang ein bisschen im Vertrieb das Problem. Inzwischen ist das überhaupt keins mehr. Wie viel Fläche ist denn bereits vermietet? Also wir haben bereits über 70% der Flächen vermietet. Auch die restlichen Flächen sind in Verhandlungen gerade. Und ich bin guter Dinge, dass wir im Jahr 2014 auch eine volle Mall bespielen werden. Wir haben jetzt gehört, ein Hotel, Geschäfte, Gastronomie. Gibt es eigentlich auch normale Wohnungen? Nein, ich glaube, das klassische Wohnen, ob jetzt Mietwohnung oder Eigentumswohnung, ist, glaube ich, fast die einzige Nutzung neben Logistik, die wir hier in dem Areal nicht
haben. Die City West lebt auf, und zwar ganz gewaltig. Hätten Sie sich das vorstellen können noch vor 10 Jahren, Herr Dr. Büllesbach? Ich glaube schon, wir alle haben uns das vorstellen können, sonst hätten wir damals dieses Investment nicht getätigt. Es gehört zu einer Projektentwicklung dazu, dass man so ein bisschen in den Markt hineinriecht und sagt, Mensch, wohin könnte denn eine Entwicklung gehen? Und uns war klar, dass diese Konzentration auf Mitte und sehr viel in den Osten, dass die irgendwann mal aufhören wird und dass man das alte Berlin, das alte West-Berlin wiederentdecken wird. Und dass es jetzt so mit so geballter Wucht kommt und genau zum richtigen Zeitpunkt, freut uns umso mehr. Gut, dann hoffen wir auf die Eröffnung. Vor Ostern soll sie sein. Wir sind gespannt. Vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Gerne, und wir freuen uns, Sie alle dann dort begrüßen zu können. Danke. Bikini Berlin erwacht, liebe Zuschauer. Wie es aktuell auf der Baustelle aussieht, das werden wir jetzt sehen. Also bleiben Sie bei uns.